Hallo und herzlich willkommen zurück zu A New Beginning, Final Cut. Ich habe das Spiel jetzt mal in 1280 zu 720p im Fenstermodus, weil im Vollbildmodus gibt es diese Möglichkeit nicht, gestartet. Folgendes ist geschehen, ihr seht es, es sind links und rechts dennoch diese schwarzen Balken. Allerdings ist von oben und unten das Spiel, ja, die Höhe richtig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn euch das so besser gefällt, mache ich das natürlich gerne. Allerdings würde ich gerne euer Feedback abwarten, deswegen würde ich an der Stelle mal sagen, schreibt ihr mir das gerne in die Kommentare. Und ich spiele dann so lange wieder im Vollbildmodus weiter, so lange bis ihr schreibt, nee, das im Fenstermodus ist schon klasse. Auch die Ränder stören gar nicht. Überhaupt nicht. Ich sehe, sagen wir so, ich sehe hier rechts, wo ich mit der Maus noch nicht mal rauskomme. Und hier links, wo ich nicht mehr mit der Maus hinkomme, ihr seht halt, das Bild geht da noch weiter. Ich komme halt da nicht hin. Ich sehe das selber auf meinem Bildschirm, dass da noch schwarzer Rand ist. Ich kann halt, mit der echten Maus komme ich da hin, aber ich weiß nicht, ob man die aufblitzen sieht, wenn ich hier so schnell drüber fahre. Na, auf jeden Fall würde ich mich über ein Feedback freuen und ob es sich für euch eurer Meinung nach lohnt. Ach ja, genau. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Ach stimmt, da war ja was. Mit Rechtsklick war abbrechen, Klappe. Schließen. Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Ach ja, genau. Ach ja, wie praktisch. Genauso praktisch, wie dass wir jemanden hier unten haben, der uns eventuell helfen kann. Warum steht unsere Tür offen? Ich weiß, dass ich die zugemacht hatte. Ich weiß es ganz genau. Ich habe im letzten Part definitiv diesen... Ich hätte die Tür zugemacht. Oder trollt mich das Spiel jetzt? Warte mal. Ach nee, stimmt, ging gar nicht, weil... Ach, wir können das Haus auch noch ansehen. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. So, okay, ach so, und übrigens hier unten, ne? Moment mal, was mache ich da überhaupt? So. Ansprechen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arme... Okay, wir müssen also noch irgendwas finden. Wegräumen. Früher hätte ich das noch... Aber später... Okay, ja, okay. Angel. Will er die vielleicht jetzt nehmen? Warte mal. Ne, warte, wir nehmen erstmal das Netz, wenn es geht. Wenn uns die Möglichkeit gegeben ist. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann... Okay, ist nicht das, was wir wollen. Ich kann mir auch das, den Hubschrauber ansehen. Das kann ich natürlich auch machen. Ist das eine Satellitenschüssel? Seltsames Ding. Tja. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nicht an. Okay, dann holen wir uns die Angel. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angus etwas anderes baut. Okay, dann gehen wir mal flitz hier unten rein. Deswegen, ich habe einfach den Double-Click gemacht. Oh Mann, ich wünsche mir mit mittlerer Maustaste was für... Können wir mit Leertaste? Ah, okay. Hier ist noch die gute alte Leertaste. Heimlabor, die Uhr... Die alten Akten, Schalter, Latten, Tür. Ja, dann können wir auch definitiv hier draußen vielleicht noch was finden, was wir noch nicht angeklickt haben. Aber hier schaut es auch so aus. Dann gehen wir wieder nach ganz oben. Vorklappe, Baum. Was ist mit Baum? Klettern. Alles klar. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Ach so, aber anbieten. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Okay. Wir gucken nochmal hier rein, weil wenn wir schon die Leertaste haben, hatten wir,
konnten wir noch nicht ansehen. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Wie er einfach wegdrückt. Mal in der Theorie her, wenn wir jetzt nochmal hier drauf drücken. Ich habe genug gesehen. Ah, okay. Schade, schade. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie ein Lukas-Spruch. Oh, nehmen wir doch mal das. Ah, nee, halt, das Öl. Halt. Stopp. So. Wir schauen uns erstmal das Öl an. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu planen. Aha, das wusste ich noch gar nicht. Damals hat das noch für Lampen gedient. Heißt, Rapsöl ist ein Flamper? Oh nein! Da wollte ich nicht drauf. Haben wir sonst noch irgendwas? Küchenschrank, können wir den öffnen? Nö, können wir nur angucken. Darin ist nur das, ja. Heißt, da haben wir auch nicht viel. Aber wir haben immerhin Öl. Ah, natürlich, Schmiere. So enthauptet mich doch einer. So, nein, Spaß beiseite. Sonst ist ja auch nichts mehr. Gut. Ach, wie schön. Schraubenzieher laufen. Ja, okay. Schade, mit dem Scrollrad können wir nicht durchscrollen, wie bei Memoria. Ich versuche natürlich alle Steuerungen immer parallel. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Wie einfach die Schraube komplett verschwindet unter dem ganzen Fett. So. Was ist denn jetzt los? Hallo? Danke. Es bewegt sich wieder reibungslos. Noch? Da war die Schraube drin. So, ja, wir... Können wir... Nur in der Theorie Loch? Wenn ich den Schlüssel in das Loch stecke, könnte er abbrechen. Vielleicht habe ich im Keller etwas, um das Ding zu reparieren. Na gut. Dann schalten wir doch den Focker an. Achso. Er ist umgewöhnt. Jetzt aber. Ach, verdammt. Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Jemand muss die Klappe zuhalten, sonst... Ja, dann schließ sie doch ganz einfach. Jemand muss die Klappe... Oder kann ich... Warte mal. Sie springt immer wieder auf. Ja. Start. Nein. Motor. Ansehen. Der Motor läuft wieder. Aber irgendjemand muss die Klappe zuhalten. Sonst springt der Schraubenzieher raus. Sollen wir jetzt mit der vielleicht diskutieren? Von wegen, hey, kann sie mal uns helfen? Bla, bla, bla. Ich weiß halt nicht. Wieder, ich spiele das Spiel hier komplett blind. Hab nur von dem Titel gehört. Durch Steam Reviews. Hab mich aber nicht großartig spoilern lassen. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Oh, das ist so verkehrt. Da wären wir. Eine Maschine. Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von hier aus kann's losgehen. Na dann. Hm.
Aha! Hey! Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Hass. Ihr seid Trauer. So dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Das sind die beiden Gefühle, die gerade die Frau da empfindet, würde ich sagen. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Warte, warte mal, was? Vogelkram, Augenblick. Ganz kurz mal ansehen. Tut mir leid, das muss ich mir ganz kurz geben. Oh, Entschuldigung. Da habe ich aus Versehen das Inventar mal weggeklickt. Mädchen. Sie sieht verstört aus. Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was? Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Schnell nach reinflitzen. Huh! What the fuck? Was denn jetzt noch? Svensson. Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall, oder... Ach, das hatten wir doch schon tausendmal, Ben. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Ich hätte schon aufgelegt, wenn ich er wäre. Tut mir leid. Aber ich muss doch der Frau helfen. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Oh, das ist schön. Ich bin nicht für die ganze Welt. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Keine Zeit? Das war der alte Band, der ständig keine Zeit hatte. Erinnern Sie sich an den Mann? Augenringe, Sorgenfalten. Saß wie im Wahn bis in die frühen Morgenstunden im Labor. Und merkte gar nicht, wie sein Leben an ihm vorbeizog. Bis er irgendwann auf der Intensivstation des Marinehospitals aufwachte. Sie sind jetzt der neue Bent. Der sich nicht länger für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Na los. Ich will es von Ihnen selbst hören. Aber ich muss der Frau doch helfen. Ja komm, wir scheißen auf die Antwort davon. Aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariterkomplex hatten wir doch bereits, oder? Was heißt jetzt Samariterkomplex? Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was ist das für eine Trulla? Alter, was ist das für eine Trulla? Sondern die hat ja auch nur im College studiert, um dann fett Kohle zu machen, um dann da irgendwo in den Stuhl zu sitzen und sagen, hier, ich hab meinen Job, fickt euch alle, ne, so ein Motto. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Alter, was für eine Trulla. Bis morgen.
Ey, kann mir jemand einen Boxsack mit ihrem Gesicht drauf schicken? Danke. Und nun zu Ihnen. Tut mir leid, es ist halt einfach so... Was ist das für eine Troller von Psychologin? Der hätte ich schon so eine reinge... Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Tut mir leid, also der hätte ich aber echt eine runtergehauen für so ein... Was mich hierher treibt. Okay. Vertrauensbasis. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen, die Tiere sterben, die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. So, und hier muss ich mal gerade reingrätschen. Du kannst es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut, interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Das ist das Team. Guck. Mhm, okay. Ich muss ganz kurz reinkriechen. Ich habe so das Gefühl, dass das so eine Art erwachsenere Version von Deponia ist. Also nicht falsch verstehen. An alle, die das, mein Deponia-Let's Play gesehen haben, wissen eventuell, warum ich das sage. An alle, die es nicht geguckt haben, gerne mal reinschauen. Die Let's Play sind auf meinem Kanal verfügbar. Also da könnt ihr gerne reinschauen. Auch die Playlists sind auf meinem Kanal zu finden. Also daher, schaut da gerne mal rein. Nee, aus dem einfachen Grunde, sie kommt mir vor wie Goal, mehr oder minder. Er selber, der mir gerade, diesen, jetzt habe ich den Gerätnamen wieder vergessen, den Frecker da repariert haben, der kommt mir so ein bisschen vor wie der Rufus und so weiter und so fort, bloß halt ein bisschen erwachsener-mäßig, ne? Nicht so kindisch. Na gut, wir fangen mal durch. Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Und er kommt auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Naja, wir sollten mal weiterdenken. Okay, das ist also Salvador. Dann fragen wir mal sie selber. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Dann denke ich auch noch, da ich irgendwann es hinkriege, die Welt zu retten. Zitat, versucht immer die Welt ein Stück weit besser zu machen, Leute. Ich kann nur daran appellieren, an euer Menschenverstand, weil ich merke eigentlich, ich habe darüber nicht gesprochen, ich habe auch die Videos so mitgekriegt auf YouTube, von wegen, YouTube stürzt ab, Facebook stürzt ab, also was, gedanklich, also von Menschengedanken hier, wir gucken uns irgendwelche Videos über 1000 Grad heiße Messer an. Leute, das ist einfaches Wissen, was man sich auch in der Schule aneignen kann. Also, man weiß, 1000 Grad gleich Material gleich kaputt, so ein Motto. Und wir feiern das und stopfen den mit anderen Worten durch ihre Werbeeinnahmen Geld in Rachen. Seid mir nicht böse, ich will das gar nicht haten oder so. Ich will einfach nur sagen, was schaut ihr euch da manchmal an? Na gut, wir fragen mal weiter. Der Mann hier mit der Glatze, der sieht wichtig aus. Das ist Quadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Alles natürlich auch gesagt, deswegen auch Menschenverstand. Bitte versucht erst nachzudenken und dann zu sagen, nee, ich, auch wenn es verlockend ist, ich gucke es mir nicht an. Oder nehmt den Link vom Video und guckt ihn euch auf einer Link-View-Seite an, weil dann könnt ihr nämlich das angucken und stopft den nicht unnötigerweise Views in den Rachen. Weil, wie gesagt, ich will nicht haten, ich will euch nur eine Empfehlung geben, weil wenn ihr sagt, nee, ich will das nicht unterstützen,
Ich will nicht, dass der auch noch damit Geld macht, damit er wieder weitere Geräte oder so ja zerstört, weil die Sachen, die er da kauft, die sind auch teuer. Die Hersteller müssen Produktionsdinger, also die Metalle, Plastik und alles, das müssen sie auch zahlen. Heißt, das kostet die auch was. Und so weiter und so fort. Und das geht dann in eine Kette über, die dann bis hin zum Rohstoff einholen geht. Und das ist dann wieder die Sache, die meisten schmeißen das dann einfach irgendwo in die Natur. Die meisten zeigen das noch nicht mal in ihren Videos. Und ja, das ist halt so die Sache, wo ich sage, nein, nein, ich gucke mir solche Videos gar nicht erst an. Ich habe ein Video, muss ich mich outen, habe ich geguckt, das ist nämlich der 1000 Grad Kugel mit Stray Pur. Fand ich halt interessant, wollte ich mal wissen, wie lange kann so eine Kugel überhaupt heiß bleiben. 1000 Grad ist halt sehr hoch. 30 Grad ist ja halt so normale Sommertemperatur, das kennt man ja. So, wenn man das sich jetzt so im Zehnfache vorstellt, dann ist es schon unerträglich wahrscheinlich. Da können wir schon gar nichts mehr aushalten, ne? Das ist halt dann das Dreifache von den 1000. Na gut, wir fragen mal weiter. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind. Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. Übrigens bin ich im Moment an überlegen, ob ich mir eine eigene Homepage zusammenbastel. Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Die Kai zielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Macht nichts. Das konntest du nicht wissen. Ja, an der Stelle auch mein Beileid an diese Person. Nee, also nochmal gesagt sei, ja, ich bin immer in einer Überlegung, ob ich meine eigene Homepage zusammenbastel, die dann über, ich überlege über Nitrado, über Xeon Hosting, die ich natürlich nochmal danke für alles, ne, was bisher geschieht, was ermöglicht worden ist, dank ihren TS, der leider derzeit zu ist, der Mega Evil TS, wo ich ja mit meinen Kollegen mal drüber spreche, wenn wir Together aufnehmen, falls mal Together aufnehmen, oder wenn man sich gegenseitig hört in der Aufnahme. Auch schön. Nee. Also da werde ich gucken, worüber ich mir das hosten lasse. Eben halt Preis, Leistung und so weiter. Und später dann auch lasse ich das natürlich über ja euer Geld laufen. Oder ihr guckt ja meine Videos und dann läuft das über das Geld. Joseph hat viel Zeit im Archiv verbracht. Da hat er alles über die Welt gelernt, was es zu wissen gibt. Na, das war ja wohl nicht gerade wenig. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber alles, was noch lesbar war, hat er mindestens 100 Mal gelesen. Nee, was auch noch gesagt sei, ich werde dann bei meiner Homepage das so machen, dass ihr auch eine kleine Übersicht habt. Da werden dann die Writer sein, sowas wie Let's Plays, Artworks und so weiter. Da werde ich nämlich mein kleines Leben, so was ich habe, verfassen. Mit einem Wort, ich werde jetzt meine Let's Play und meine Let's Play Playlists in einen Bereich packen, da könnt ihr dann hin, also so den Abteil Slash Live YouTube, ne, also wo ich ganz meinen YouTube-Kram hochlade, dann noch so Private Live, also so Skins oder 3D-Modelle und so weiter, so ein bisschen zeige, so Screenshots und so. Na, einfach nur, dass ihr das mal seht, was ich so auch in meiner Freizeit mache. Dina und Joseph wollten unbedingt nach Europia. Nach dem Abschluss der Mission wollten sie sich die Kunst da anschauen. Europia? Ich weiß nicht. Sie interessieren sich wohl nicht so für Kunst? Ich verstehe halt nicht, wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Europa? Pia. Wieso Europa? Warum ist da ein extra A noch hinter? Ein I. Das ist Hardy. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Zwiebelburg. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Das hieß anders, glaube ich. Ach ja, schön. Takatuka-Land, wer es nicht weiß, gerne mal Pipi Langstrumpf gucken. Kann ich nur empfehlen. Nette Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte? Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Chapter 1. Eden Air.
Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Lass die Scherze. Wir sind da. Woran erkennst du das ohne... Ah! Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Warte mal. Ach so. Warte mal. Hey, warte. Wir sind in die Zukunft... In die Vergangenheit? Hell, ich bin überfragt. Okay. Hallo 2050. Hallo 2050. Kaum vorstellbar, nicht? Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Warte mal. Eine Frage habe ich schon. Also ja, ich sehe, es sind zwar Henkel auch hier drinne, aber wenn er sagt, nicht die Außenhülle anfassen und man will eventuell das Ding zumachen von außen, wie lange soll man bitte schön warten? Es qualmt ja schon recht gut zum Thema nochmal zurückzukehren mit Hitler und so. Ja, gut. Wow, man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Igitt, die Luft schmeckt seltsam. Leier. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. Wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich dein Zeitsprung verändert. Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schaue mich so lange um. Nigel? Was ist denn noch? Was soll ich genau machen? Oh. Die Zeitfunkantenne aufstellen natürlich. Hast du bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das Zeitfunkgerät zu bedienen, nicht ich. Sonst noch was? Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Das ist der Plan? Das ist der Plan, ja. Wieso? Was, wenn es dafür schon zu spät ist? Du willst wissen, ob unsere Berechnung falsch war. Dann solltest du dich mit dem Aufbau der Antenne beeilen. Wir müssen Kontakt zu den anderen Teams herstellen. Erst dann wissen wir, wie es um die Welt im Jahre 2050 wirklich steht. Ist sonst noch was? Nichts. Bis später. Bis später. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Ben. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier an der Stelle mal eine kurze Pause. Beziehungsweise ich muss eine Aufnahmepause machen, weil mir mein Kopf schon ein wenig dröhnt. So, nein, wir überschreiben das nicht. Ich mache einen neuen Speicherstand extra dafür. Und würde sagen, ich mache hier an der Stelle Schluss. Mache gleich das Screenshot, dafür mache ich das auch wieder auf Vollbild. Und würde sagen, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Und ich bin raus, alles. Haut rein. Und ciao.